Heute möchte ich euch gern zeigen, wie das Resultat zu dem Tutorial in Tinkercad aussieht, und zwar das Zahnbürsten-Etui, wie ich es in Cura vorbereitet habe und wie der 3D-Druck durchgelaufen ist. Viel Spaß damit! Hallo und herzlich willkommen! Heute nicht in Tinkercad, sondern in meinem Ultimaker Cura, den ich verwende, um meine 3D-Drucke dann zu slicen und an meinen 3D-Drucker zu übergeben. Je nach Modell hat man ja bei Cura jede Menge Möglichkeiten, sich einen Drucker auszusuchen und sich mit den Standardparametern auseinanderzusetzen. Je nach Drucker funktionieren die gut. Der Vorteil ist halt, dass man einfach auch sehr viele Sachen im Internet dazulernt, wenn man sich ein bisschen beschäftigt. Hier möchte ich euch kurz zeigen, wie ich meine STL-Datei, die ich mir vorher im Tinkercad exportiert habe, einfach reinlese, sie mal slicen lasse, mir dann die Vorschau angucke und überlege, wie ich damit weiterverfahren kann. Um die Datei in den Ultimaker Cura reinzubekommen, ist es eigentlich recht einfach, weil ich einfach das Ganze ja sowieso in meinem Download-Ordner liegen habe und es auch schon für Cura eigentlich vorgesehen ist. Man sieht schon dieses Cura-Symbol. Das heißt, ich kann es einfach per Drag and Drop hineinziehen und je nach Modell legt das mir auch gleich recht günstig hin. Man sieht, ich habe hier einen recht kleinen Drucker, aber für die Zwecke reicht es. Er liefert ziemlich gute Ergebnisse und ich zeige euch mal, was ich hier ansonsten noch so gemacht habe. Was für mich wichtig war, war das Thema Stützstrukturen für meine Löcher, die ich hier an den Seiten dran habe, weil es praktischer ist, wenn man dann einfach Stützstrukturen macht, dann hat man schönere Übergänge. Natürlich setzt es immer voraus, dass man in Cura eingestellt hat, dass es möglichst glatt ist, beziehungsweise möglichst rund ist, weil hier sieht man schon diese kleinen Riffelungen, von denen ich immer geredet habe. Die stellt er halt genauso auch dar, wie man sie halt als Qualität einstellt. So, was habe ich hier noch? Ich habe 0,2 mm eingestellt für meine Düse, die ich da habe, und eine Füllung von 20%. Bei dem Teil reicht es auch völlig aus. Hier diese Kanten am Rand, die druckt er wahrscheinlich sowieso voll durch. Und je nachdem, was ich zum Beispiel für Füllungen einstelle, da ändert sich natürlich auch meine Druckzeit. Es ist jetzt ein sehr kleines Teil, von dem wir sprechen. Ich habe es mit 20% Infill gemacht. Wenn ich hier nämlich auf Slicen gehe, sieht man gleich, es dauert ungefähr 1 Stunde 43. Ist jetzt nicht wenig. Wenn ich sagen würde, ich gehe hier auf 10% Infill, geht die Zeit nämlich meistens deutlich nochmal nach unten. Nur nicht bei dem Teil, weil ich halt sehr, sehr viele Wandteile einfach habe. Das sind ja nur, wir reden hier von 2 mm Rand und 2 mm Kante. Da braucht er keine Stützstruktur, lediglich hier im inneren Bereich würde er die verwenden. So, was sehe ich hier noch? Ich sehe hier vor allen Dingen auch noch meine Vorschau. Was ich immer gerne mache, ist hier drumherum so ein Skirt zu verwenden. Hängt einfach damit zusammen, der Drucker heizt hoch, fährt mir hier an der Kante immer eine kleine Linie, um das Material möglichst gleichmäßig auszutragen. Aber ganz häufig ist es halt so, dass bis der Flow so richtig hingestellt ist, ist es immer angenehmer, wenn man hier drumherum nochmal die Linie fährt. Und danach druckt er eigentlich ganz vernünftig. Ich kann hier am Rand nochmal gucken. Er macht ja Schicht für Schicht, eine Schicht nach der anderen nach oben. Hier sehe ich, es sind 110 Schichten. Und hier, wenn ich hier den Schieberegler nach unten mache, sehe ich auch, was er tut. Am Rand, wie gesagt, nicht so spektakulär. Hier sieht man diese besagte Stützstruktur, die er mir macht für meine äußeren Ringe. Und desto weiter ich runtergehe, desto mehr sehe ich dann, wo hat er denn jetzt eigentlich Support, also das Infill gemacht. Hier sieht man, er hat so eine Würfelform gemacht und man sieht, wo er die gemacht hat und wie er die gemacht hat. Aber das hat ja genau 4 Minuten ausgemacht, wenn ich da auf eine geringere Anzahl gegangen wäre, weil er 2 Außenlinien hat und alles andere ist eigentlich recht
einfach gemacht und dann hat er eben durchgezogen die kompletten Linien. Also das kann man in dem Slicer eigentlich immer ziemlich gut nachvollziehen. Wenn man den Drucker mit angeschlossen hat an den Rechner, kann man über die Überwachung gehen. Habe ich in meinem Fall jetzt nicht. Ich ziehe mir das einfach auf so eine Micro-SD-Karte und lasse den Drucker alleine machen. Und im Anschluss von dem Video seht ihr jetzt einen Schnelldurchlauf von dem Druck und auch das Teil am Ende und könnt es euch gern mal angucken.